Warum führt Gommi nicht allgemein die Klickbegrenzung ein? Verstehe ich halt auch nicht. Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Praktisch über Nacht ist die neue Klickbegrenzung für BAC-Spiele auf gommihd.net gekommen. Für alle, die es noch nicht wissen, ist wie gesagt noch relativ frisch. Bisher war ja die Klickbegrenzung bei 18 CPS, also bei 18 Klicks pro Sekunde, die ihr höchstens verteilen könnt, sage ich jetzt mal. Die wurde jetzt nochmal herabgestuft auf 15 Klicks pro Sekunde. Also ab sofort könnt ihr auf gommihd.net, wenn ihr mit BAC spielt, nur noch 15 CPS erreichen, also 15 Klicks pro Sekunde. Wenn ihr ohne BAC spielt, dann vorerst mal weiterhin über 15 CPS, also ohne Limit. Ich glaube so ab, ich weiß es nicht genau, ich glaube so ab 40 CPS, was ich so gehört habe, wird man gebannt. Wegen drastisch erhöhten Klickspeed, aber praktisch könnt ihr zwischen 15 und 40 Klicks noch haben, ohne gebannt zu werden. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ihr die Autoklicker benutzen sollt, zwischen 15 und 20 Klicks, aber falls ihr abusen könnt oder so, dann könnt ihr ohne BAC halt noch, was weiß ich, 30 Klicks, 25 Klicks, 35 Klicks, wie viel Klicks ihr halt da schafft, erreichen. Aber Leute, und damit kommen wir auch schon zu den zwei Themen dieses Videos. Es soll bald auch die Klickbegrenzung für alle Spiele auf gommihd.net geben, also egal ob BAC oder nicht, wurde gestern auf Twitter gepostet, beziehungsweise wurde, es haben sich halt wieder Tausende aufgeregt, dass jetzt nur noch 15 Klicks sind, vor allem halt CW-Spieler wieder pro Sekunde, und dass man da auch halt einen Nachteil gegenüber Non-BAC-Spielern hätte, die halt theoretisch unendlich viel Klicks haben könnten, und daraufhin hat der gommihd.net Twitter-Account ein paar Antworten gegeben und öfter halt geantwortet, dass die Klickbegrenzung in den nächsten Wochen oder so, ich glaube in dem Dreh, wahrscheinlich gommeweit, also egal ob BAC oder nicht, eingeführt wird. Und darüber, Leute, wollen wir heute reden. Als zweites Thema halt noch über die 15 CPS BAC-Klickbegrenzung. Kommen wir zuerst mal zur neuen Klickbegrenzung von 15 Klicks pro Sekunde. Dass es jetzt nur noch 15 Klicks pro Sekunde für BAC-Spieler gibt, beziehungsweise dass es jetzt vorab mal, also grundsätzlich bin ich sogar für noch weniger Klicks, dazu kommen wir gleich noch, aber dass es jetzt vorab, bevor es auf ganz Gomme, egal ob BAC oder nicht, bevor es für alle eingeführt wurde, dass da jetzt nochmal von 18 auf 15 runtergegangen wurde, finde ich jetzt ehrlich gesagt, muss ich sagen, auch nicht so gut, weil es eigentlich, ja, also relativ unnötig ist, das jetzt vorab schon wieder zu machen. Und klar, die CW-Spieler haben da schon recht, dass man da teilweise vielleicht einen Nachteil gegenüber Non-BAC-Spielern hat. Aber wenn diese Non-BAC-Spieler nicht hacken, sondern auch legit spielen, halt nur vielleicht mit mehr Klicks als 15, dann hat man halt dafür den BAC-Vorteil, also dass man kaum Anti-Cheat hat und dafür bessere Hits eventuell verteilt. Also man hat einen Vorteil und einen Nachteil, also finde ich es relativ ausgeglichen. Und wenn jemand hackt, dann sollte Gomme das im Normalfall hoffentlich relativ schnell wegbannen. Von daher finde ich es da jetzt nicht so dramatisch, aber dass man das jetzt nochmal, ich verstehe halt den Sinn nicht so ganz, warum man das jetzt auf 18, von 18 auf 15 nochmal jetzt schon runtergetan hat. Also wie gesagt, gleich kommen wir nochmal zur allgemeinen Klickbegrenzung von ganz Gomme, aber dass man das jetzt schon für BAC-Spieler nochmal um 3 Klicks niedriger gemacht hat, weiß jetzt nicht, wo da der Sinn war oder was genau damit bewirkt werden sollte. Oder vielleicht sollen sich die BAC-Spieler schon mal an weniger Klicks gewöhnen und der Rest, ja, kriegt es dann vielleicht von einem Tag auf den anderen wie einen Faustschlag ins Gesicht oder so. Ich weiß es nicht. Aber man hätte meiner Meinung nach auch erstmal noch die 18 Klicks lassen können. Ja, alle BAC-Spieler müssen jetzt eben weiterhin mit 15 CPS auf Gomme halt nur spielen. Das ist keine BAC-Begrenzung, also vom Badline-Client, sondern nur vom Server, also nur vom Gomme praktisch. Also auf Narrox Ways könnt ihr weiterhin mit, was weiß ich, 100 CPS oder so spielen, keine Ahnung. Also da ist, glaube ich, keine Klickbegrenzung, soweit ich das weiß. Das ist da relativ egal, obwohl das ja auch ein BAC-Server so ist, also obwohl da auch BAC integriert ist in dem Server. Also das ist nicht vom BAC so eingeführt worden, sondern von Gomme halt praktisch. Also nur auf Gomme könnt ihr, wenn ihr, aber ihr müsst mit BAC spielen, das schon, wenn ihr mit BAC spielt, könnt ihr jetzt nur noch 15 CPS erreichen. Und dann kommen wir mal zu Punkt 2, nämlich, was da angekündigt wurde, dass in den nächsten Wochen, ich weiß nicht mehr, ob es Wochen oder Monate waren, oder in den nächsten, ach keine Ahnung, in der nächsten Zeit irgendwann mal,
Die allgemeine Klickbegrenzung auf gomehd.net eingeführt, wird also praktisch für alle Spieler, egal ob BAC oder nicht, dass da eine Klickbegrenzung eingeführt wird. Das muss ich sagen, feiere ich eigentlich richtig. Also das feiere ich eigentlich richtig, muss ich sagen. Klar, noch eine bessere Lösung wäre gewesen, weil es ist natürlich unfair, wenn jetzt die allgemeine Klickbegrenzung auf, sagen wir jetzt mal 10 erstmal. Ich denke zwar nicht, dass es so niedrig festgelegt wird, aber sagen wir jetzt mal auf 10, wenn die festgelegt wird, ist natürlich unfair gegenüber den Abusern, wenn die halt wirklich abusen können, dass die nicht ihre 30 oder 40 Klicks oder so pro Sekunde bekommen, ist natürlich schon ein bisschen unfair. Aber das Problem ist halt, dass man das Problem mit den Autoklickern irgendwie nicht so richtig hinbekommt. Ich habe im Forum auch schon vorgeschlagen, dass ein konstanter Wert an Klicks ab sofort gebannt werden sollte. Also zum Beispiel, wenn jemand jetzt immer 20 CPS hat, nicht mal 21 oder mal kurz 22 oder mal 18, mal 19, sondern immer 22 durchgehend, nichts anderes, nur 20, sondern immer 20, nichts anderes, durchgehend nur 20, die ganze Zeit 20, dass sowas, so ein konstanter Autoklicker halt gebannt wird. Aber andererseits muss ich auch sagen, ich kenne mich da zum Beispiel im Abuse-Bereich oder so nicht aus. Kann man jetzt so abusen, dass man wirklich genau immer 20 CPS hat? Und das glaube ich halt nicht, dass es geht. Ich weiß es nicht ganz genau. Also Abuser, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Aber was ich da jetzt, ich bin jetzt 3 Jahre in der Minecraft-Szene, habe mit vielen Abusern zu tun gehabt und so. Und die haben da immer verschieden viele Klicks. Also, dass man das genau auf 20, wie soll denn das gehen, Digga? Dass man das genau auf 20 timen kann. Also wisst ihr, wie ich meine? Genau auf 20 pro Sekunde halt abusen kann oder 30 oder 40, kann ich mir halt nicht vorstellen. Deswegen ist es halt schon auffällig, wenn einfach einer immer genau 20 CPS hat. Das wäre auch bei OneClick nicht anders. Wenn einer immer 7 CPS hat, nicht mal vielleicht 6 oder 8, sondern immer direkt 7, nichts anderes. Also stundenlang spielt er nur mit 7 CPS, dann ist natürlich da genauso. Also weil auch bei OneClick kann man das schlecht timen. Also eigentlich geht es ja gar nicht zu teilen, man weiß ja auch gar nicht, da muss man ja immer im Kopf haben, wie lange dauert eine Sekunde, ist die Sekunde jetzt vorbei, ist sie noch nicht vorbei, also das geht ja absolut gar nicht, deswegen habe ich davor, ja, also eigentlich fände ich es gut, wenn man so eine konstante Klickrate bannen würde, also wenn einer immer 20 Klicks hat, aber Leute, was ich gesehen habe, deswegen bringt es jetzt nichts mehr, gibt es jetzt auch Autoklicker, die eine zufällige Klickrate haben, also irgendwie, du stellst da was ein und dann macht der halt, ich denke mal, was vielleicht mal 2 weniger, mal 2 mehr oder so, was halt dann schon gut, vielleicht nicht mehr so gut zu sehen ist, sage ich jetzt mal. Also gibt es ja jetzt inzwischen auch, aber so von den Leuten, mit denen ich zu tun habe, von denen ich auch weiß, dass die Autoklicker nutzen und so, also die sagen eigentlich immer, stell zu anderen, wenn die es irgendwie anderen empfehlen, stell so und so viele Klicks ein und so. Also ich glaube, dass die meisten immer noch eine konstante Klickrate haben und die möglich, also das hätte ich halt besser gefunden, sowas einfach wegzubannen, weil das ist halt auffällig hoch 10. Klar, man kann es jetzt nicht zu 100% nachweisen, aber es ist halt so ein Indiz dafür, dass man Autoklicker used, wenn man immer 20 Klicks hat, nicht mal einen weniger oder einen mehr. Also deswegen hätte ich das eigentlich besser gefunden, wenn sie es vielleicht so gelöst hätten, dann können die Abuser weiterhin mit 40 Klicks pro Sekunde rein abusen, mal 40, mal 38, mal 35, mal 42, mal 30, mal 29, also halt, wenn es komplett nachzuvollziehen ist, dass der abused, dass die halt dann weiter abusen könnten und die Autoclicker-User, dass die halt ihren Autoclicker praktisch nicht usen könnten, aber wie gesagt, hat sich eigentlich auch erledigt, da das wahrscheinlich auch nichts bringen würde, wenn das jetzt weggebannt werden würde ab sofort, dann würden halt die Leute wahrscheinlich diese zufälligen Autoklicker aktivieren. Ja, genau, hätte ich jetzt, muss ich sagen, ein bisschen besser gefunden, aber jetzt haben sie es halt so gelöst oder wollen sie es so lösen und muss ich sagen, finde ich auch nicht schlecht, weil halt, ich sage jetzt mal, nur die wenigsten, vor allem die ganzen Randoms, die schlechteren Leute, die gerade in Minecraft angefangen haben, noch gar nie was von Abuse und so gehört haben, dann haben die schon mal von den Klicks her Chancengleichheit. Was ich nur ein bisschen dumm noch finde, ist, dass es auf 15 angesetzt ist und es vielleicht dann auch allgemein so übernommen wird. Das ist praktisch irgendwas zwischen One-Click und Abuse oder so. Und dadurch wird halt dann so Sachen wie Jittern oder Butterflyen und so werden halt auch noch möglich.
Man nimmt praktisch nur den Abusern sozusagen das Recht weg zu abusen, also falls sie über 18 Klicks da schaffen, aber sollte man ja im Normalfall schaffen. Also ich würde die Klickbegrenzung dann noch, die globale Klickbegrenzung auf ganz komme, dann noch ein bisschen tiefer senken. Ich glaube, ich würde die auf One-Click setzen. Setzen wollte ich sagen, nicht senden. Also was weiß ich, 7, 8, vielleicht auch 10 geht vielleicht auch noch klar. Aber dass man die irgendwie so darauf setzt, damit da Chancengleichheit besteht. Also ich finde es halt ein bisschen doof, dass den Abusern praktisch ihr Talent weggenommen wird und den Butterflyern und Jitterern und so nicht. Und es ist auch allgemein schade, jetzt finde ich der Minecraft-Community auch nicht, wenn die mal ein bisschen weniger schwitzig wird, also wenn man nur noch One-Click spielen kann oder so. Also ich muss sagen, ich bin da echt, obwohl ich auch genügend Klicks habe, sage ich jetzt mal, auch echt dafür, dass das also so eingeführt wird. Muss ich sagen, also da sind die meisten jetzt echt dagegen. Auch gegen dieses Globale, also erstmal waren sie ja nur dagegen, dass es für also erstmal waren sie halt grundsätzlich dagegen, dass sie jetzt mit BAC nur noch 15 Klicks haben. Und dann hat halt irgendeiner aus dem Gommi-Team mal geantwortet, also vom gommihd.net Twitter-Account, dass das bald für alle eingeführt wird. Also, weil der hat sich halt beschwert, dass man einen Nachteil hat gegenüber anderen, soweit ich das noch in Erinnerung habe, also gegenüber Nicht-BRC-Spielern. Und gommihd.net hat dann geantwortet, dass das in den nächsten Wochen, da müssen noch ein paar Testläufe anscheinend durchgeführt werden, dann für alle User kommen soll. Und dann hat er sich wieder beschwert irgendwie, dass Gommi dann ganz sterben wird oder so. Man scheint es dir nicht das so ganz recht machen zu können. Ich finde eigentlich, warum sollte man sich da jetzt noch beschweren, wenn Chancengleichheit für alle ist, wenn alle zum Beispiel irgendwann mal 7 Klicks oder 8 Klicks oder sagen wir 10 Klicks ist in Ordnung, 10 Klicks ist in Ordnung, wenn alle irgendwann 10 Klicks pro Sekunde haben können, absolute Chancengleichheit. Klar ist es gegenüber anderen unfair, die jetzt vielleicht abusen können wirklich und Butterflyen oder sonst oder Chittern oder sonst was, aber ja, es ist halt im Normalfall nicht so. Also, ich sag's jetzt mal so, alle CW-Spieler, mit denen ich zu tun hatte, außer ganz, ganz wenige, und die waren dann auch eher Minus-Elo, usen Autoclicker, muss ich ganz ehrlich sagen. Und an der Stelle muss ich denen halt leider auch recht geben, so ein bisschen, weil halt in der CW-Szene eigentlich jeder Autoclicker used und du halt am Arsch bist, wenn du nicht Autoclicker used, also verstehe, wie ich meine. Es soll natürlich nicht heißen, dass ich das gut heiße oder so. Besser wäre natürlich irgendwie, jeder spielt mit One-Click und die, die abusen können, abusen. Aber ja, gibt halt dann immer so einen, der aus der Reihe tanzt. Und wenn der aus der Reihe tanzt, tanzt seine ganzen anderen Freunde vielleicht auch aus der Reihe. Und nach 2 Monaten ist dann die ganze CW-Szene aus der Reihe getanzt. Das ist halt das Problem. Das Einzige, was ich vielleicht noch machen würde, ist das so einzustellen, dass zum Beispiel, wenn jetzt wirklich die 15-Klick-Begrenzung zum Beispiel bleibt, dann lohnt sich ja abusen, zum Beispiel, wenn man nur abusen kann, nicht Butterflyen oder sowas, sondern nur abusen kann und halt One-Click, dann lohnt sich das ja, würde es sich ja doch lohnen, praktisch immer bis an diese 15 Klicks ranzukommen durch Abuse, dann würde ich es, wenn das, ich kenne mich halt mit der technischen Umsetzung nicht aus, aber wenn das technisch umzusetzen ist, würde ich das halt nicht so machen, wie es bisher gelöst ist, also dass man, wenn man über 15, also wenn man 30 Klicks zum Beispiel hat, dass man bei der BAC 15 Klicks Begrenzung die erste halbe Sekunde schlägt und die zweite halbe Sekunde dann nicht mehr, weil die Klicks nicht mehr ankommen. Das finde ich noch ein bisschen blöd gelöst. Also da würde ich es dann so machen, dass man durchgehend praktisch den Gegner schlagen kann, aber halt nur 15 Klicks pro Sekunde halt trotzdem nur durchkommt. Versteht ihr, wie ich meine? Also ich weiß halt nicht, ob das technisch umsetzbar ist. Weil das ist natürlich echt nervig, wenn man dann an die 15, das ist halt schwierig, Digga, genau an die 15 Klicks, das ist genauso wie ich vorher erzählt habe, mit den konstanten 20 Klicks, genau an die 15 Klicks rankommt, damit man wirklich jeden Hit bekommt und auch nicht zu wenig Hits. Das ist absolut schwierig halt. Deswegen, das wäre noch nice, wenn das so gelöst werden würde, finde ich. Und ja, am besten wäre es halt irgendwie, wenn da Minecraft was machen würde. Ich habe ja letztens mal auch das PvP-System der 1.15. Video dazu ist in der Infokarte verlinkt. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Bin ich jetzt nicht so richtig Freund damit geworden. Aber so dieses Durchschlagen können, dieses Autoclicker bringt nichts mehr. Das ist natürlich schon richtig nice. Also wenn die 1.8 irgendwie mit so einem Durchschlagen kommen würde, von Minecraft jetzt aus, wäre irgendwie schon nice. Beziehungsweise ich habe auch nichts gegen Neues. PvP-System so richtig, aber das 1.15 ist schon ein bisschen abfangen, muss man echt sagen, also ich weiß nicht, das bockt irgendwie nicht so hart, also bisher bockt das 1.8 schon noch am meisten, muss man sagen, wobei ich natürlich damit auch aufgewachsen bin, muss man natürlich auch dazu sagen, aber ja,
So Leute, schreibt mir gerne eure Meinung zur Klickbegrenzung, zur neuen Klickbegrenzung von BAC auf gommehd.net von 15 Klicks pro Sekunde in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, wie ihr es findet, wenn in der nächsten Zeit bald mal die allgemeine Klickbegrenzung auf gommehd.net eingeführt wird. Werdet ihr auch gommehd.net quitten, wie es viele schon androhen, oder feiert ihr sowas wie ich eher? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hoffe, das Video hat euch wieder gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Lasst ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr unterstützen und freuen. Aktiviert auch gerne die Glocke, um nichts mehr auf meinem Kanal zu verpassen. Ich wünsche euch was. Bis bald. Ciao.